Folge 215 von der Webverbesserin und heute reden wir über Real Business Self-Care. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hey ho, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das ist die letzte Folge für das Jahr 2023. Ja, keine Ahnung, wie es dir geht, aber es ist ja nun mal Dezember. Und es wird alles ein bisschen ruhiger und muckeliger und auf der anderen Seite aber auch sehr viel anstrengender. Ne? Das Jahresende ist für viele auch nochmal so ein letztes Aufkommen und Aufbäumen und sich Gedanken machen und Weihnachtsgeschenke besorgen und all diese Dinge. Geht mir auch nicht anders. Und vielleicht geht's dir auch so, dass du so sagst, boah, ja, es wird Zeit für ein paar freie Tage. Auch das habe ich so. Und deswegen kündige ich dir schon mal an, dass dieser Podcast wie immer in eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause gehen wird und zwar bis zum 16.01., also so reichlich 4 Wochen, mit anderen Worten 2 Folgen fallen aus. Und in dieser letzten Folge möchte ich mit dir über Selfcare reden. Und Selfcare, naja, ist also das, was wir eigentlich üblicherweise unter, keine Ahnung, ich gehe mal zur Yogastunde und ich mache ein Vollbad oder gehe in die Sauna und so weiter, kennen. Mir ist aber auch so dieser Gedanke gekommen, dass es auch im Businessbereich Self-Care-Möglichkeiten gibt, im Sinne von, wo kann ich auf mich selber achten, wie kann ich mir selber Gutes tun und hier so ein bisschen die Aufmerksamkeit hinzulenken. Und was ich dir dazu gerne mitgeben möchte, ist Folgendes. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen viel über Trends gesprochen, die 2024 eine große Rolle spielen werden. Und ich glaube, das wird immer so sein, dass es zum Ende des Jahres besonders trubelig ist und auch zum Anfang des Jahres, weil du wahrscheinlich auch neue Pläne machen wirst fürs neue Jahr. Zumindest ist es bei mir auch so, dass ich über die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr natürlich meine neuen Pläne mache. Und das, was ich dir gerne als Inspiration mitgeben möchte, ist, dass du nicht nur Trends und Taktiken hinterherrennst, sondern dir halt überlegst, wie du dich aufs Wesentliche fokussieren kannst. Und das Wesentliche bedeutet für mich, ein paar Strategien zu haben, wie du Aufmerksamkeit, Reichweite bekommst, neue Menschen auf dich aufmerksam machst, aber diese Menschen dann auch in deine eigene Community reinziehst. Eine Community, die dir gehört, Kontakte, die dir gehören in Form von E-Mail-Adressen, weil nur über eine Community mit Menschen, die du regelmäßig und viel erreichst, wirst du Stück für Stück immer besser die Kaufwünsche aufbauen können und dadurch eben in die Verkaufsprozesse gehen. Das ist so das eine, also wirklich diesen Wert von der Reichweite in die eigene Community zu erkennen. Das zweite, was ich nochmal aufs Wesentliche konzentrieren nenne, ist wirklich zu wissen, wer ist meine Zielgruppe? Welche Schmerzen, Wünsche, Sehnsüchte hat diese Zielgruppe? Was beschäftigt die, sich da wirklich reinzuknien, mehr und stärker zu überlegen, was deine Nische ist, was dein sogenannter USP, also dein Alleinstellungsmerkmal ist, wie du denen hilfst? Nicht mehr drumherum zu tänzeln und ständig vielleicht zwischen den Nischen hin und her zu springen und immer neue Produkte zu entwickeln oder was auch immer so ein bisschen deine Ausweichtaktik ist, sondern wirklich zu überlegen und tief in diesen Bedarf reinzugehen. Warum? Weil es dir Ruhe geben wird und weil du die Zeit hast, wirklich Stück für Stück eine Community aufzubauen. Das dauert, das ist normal, aber das ist das beste Invest in einem Business. Und dann kann man mit dieser Community arbeiten. Und das bringt mich auf den dritten Punkt. Unter Selfcare verstehe ich auch, dass ich mit mir im Reinen bin in Form von meinem Business. Jetzt weißt du, wenn du vielleicht schon mal dieses Jahr meine Folge zur mentalen Gesundheit gehört hast, wenn nicht, ich packe sie dir auf jeden Fall mal in die Shownotes, mentale Gesundheit für Entrepreneure.
dann weißt du, ich habe ordentlich gestruggelt die letzten 2 Jahre mit mir. Ich habe viel aufgeräumt, ich habe viel persönlich aufgeräumt und so. Und natürlich habe ich auch in meinem Business viel aufgeräumt. Und was mir so klar geworden ist, ist in dem Moment, wo ich mir zu mir gekommen bin, zu dem, was ich wirklich möchte, zu dem eigenen Wert, zu wissen, wer man selber ist, dann kommt man auch mehr dahinter, was der eigene Wert ist. Und dadurch kann man sich besser verkaufen. Ich habe 2023 nochmal so unfassbar viel meine eigenen Verkaufsskills geschärft und so unfassbar verbessert. Also wo mir einfach klar geworden ist, ich bin so viel mehr on point, was diese Dinge angeht. Und nicht, weil ich toll bin, sondern einfach, weil ich Zeit genau da rein investiert habe. Und mir klar geworden ist, dass mir das Ruhe bringt. Also was ich nicht möchte, ist dir jetzt zu sagen, hey, ich bin toll, ich kann es dir sagen. Und sondern die Message ist, komm mehr in die Ruhe, indem du dich mehr mit dir, deinem Wert und dem Wert deiner Leistungen beschäftigst und lerne das zu verkaufen. Wie lerne ich das zu verkaufen? Indem ich meine Zielgruppe kenne. Und mit wem kann ich sprechen? Ich muss vorher Reichweite aufbauen. Also du merkst, diese 3 Ziele werden dich ganz, ganz viel beschäftigen. Und das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen mein Weihnachtsgeschenk an dich. Wenn du deine Strategien machst, würde ich dir ans Herz legen zu sagen, weniger ist mehr. Und wenn du Inspirationen brauchst und sagst, naja, generell, ich bin noch ganz unsicher, was ich mache, wie ich es mache, dann ist noch bis Ende des Jahres mein kostenloses Webinar zu den Marketingstrategien für dich verfügbar. Da zeige ich die verschiedenen Trends, die es so 2024 auf dem Markt gibt, was dich mit Sicherheit beeinflussen wird. Und ich glaube, auch das bringt einem Ruhe. Und auch das ist ein Punkt bei Selfcare, wenn ich proaktiv planen kann, also nicht nur meine Strategien, sondern eben auch weiß, was kommt auf mich zu, welche Marketing-Sau wird wieder durchs Dorf getrieben werden, aber jetzt schon zu entscheiden, ja, und das mache ich nicht, weil. Also quasi hier jetzt schon mal reinzugehen in die Planung und viel besser vorzubereiten. Das Webinar kriegst du, wie gesagt, kostenlos bis Ende des Jahres unter webverbesseren.de/marketing2024. Wir hatten schon gesagt, Marketing 2024 zusammengeschrieben und die Zahl als Zahl. Weil der Witz ist so gut, ich nehme ihn nochmal. 2024 ausschreiben wäre ganz schön brutal gewesen. Heiß. Das wäre übrigens ein sogenannter Conversion Killer, fällt mir gerade so ein. Na gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz doll, dass du Teil meiner Reise bist. Ich bedanke mich, dass du ein Hörer bist, dass du meinen Podcast abonniert hast, hörst, zuhörst. Ich finde es immer wieder großartig, wenn ich von euch höre, wenn ich von euch E-Mails kriege. Das ist ein unfassbares Geschenk und ist was, was mir immer wieder Ruhe bringt. Und das wäre vielleicht noch so der letzte Point, den ich hier mit reingeben kann. Das eigene Warum. Also warum mache ich das Ganze? Und mir ist sehr viel klar geworden mit meiner Arbeit, die an vielen Stellen natürlich für viele so ein kunterbuntes Pipapo ist. Ich zeige Menschen, wie sie das, was sie wirklich machen wollen, wo sie anderen Menschen helfen wollen, erfolgreich tun. Ich bringe Menschen genau dorthin, an dieses Ziel. Und es war ein sehr lieber Kunde dieses Jahr, der mir gesagt hat, du hast dieses Jahr dabei geholfen, ungefähr 200 Familien es leichter zu machen, wo ein bisschen Trouble war. Dazu kommt übrigens nächstes Jahr ein Interview, das werde ich dir nochmal erzählen. Da geht es um willensstarke Kinder und die Eltern und das fand ich ein sehr schönes Bild. Und das ist mir auch nochmal klar geworden, dass es auch viel helfen kann, sich nochmal klar zu machen, warum mache ich das Ganze? Was auch wieder auf die Zielgruppe im Grunde zurückgeht und dann auch wieder auf den Content, mit dem ich aufmerksam mache, dass ich einfach weiß, warum tue ich das? Und auch wieder auf das Angebot, dass ich sage, ich weiß genau, ich kann dir helfen und dadurch kann ich mich besser verkaufen. Anyway, du merkst, das war ein bisschen eine philosophischere Folge und trotzdem hoffe ich, dass sie dir Spaß gemacht hat und es dir Spaß gemacht hat, dabei zuzuhören. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen maximale Erfolge für 2024 und ich wünsche dir aber auch, dass du in diesem Jahr zur Ruhe kommst, runterkommst, bei deinen Lieben bist oder den Menschen, die dir gut tun, den Tieren, die dir gut tun, um dann im neuen Jahr wieder durchzustarten. Und wie gesagt, wir hören uns dann im neuen Jahr am 16.01.
Übrigens genau mit diesem Interview als Inspiration. Und ich freue mich drauf. Also, alles Liebe, hab eine ganz wunderbare Zeit. Bis ganz bald, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.